Fast ein Programm. Ob das Spiel gut ist? Tja. Es ist gut, aber bisher nicht der Mega-Burner, würde ich sagen. Es macht Spaß und es spielt sich unglaublich schnell. Glorreich. Aber es ist noch nicht, wo ich sage, okay, dafür kaufe ich mir Doom. Es ist schön, es ist nett gemacht und ja, spielt sich, wie gesagt, super schnell. Das habe ich vorhin schon gesagt, bisschen wie Quake. So. Aber es ist eben so ein. Ach Mist. Ja, für mich ist es noch kein Kaufgrund. Vor allen Dingen finde ich es technisch eher okay. Also das sah in der ersten Demo, die man mal gesehen hat, letztes Jahr war das E3, glaube ich. Das sah das viel, viel besser aus. Oh, ups. Dämonenrune auf. Ah, das gibt's doch nicht. Heckmodul abgelaufen. Gegnerischer Dämon getötet. Verbündeter Revenant gespawnt. Vergeltung aktiviert. Vergeltung aktiviert. Aktiviert. So, jetzt folge ich hier mal dem Kollegen. Heckmodul abgelaufen. Dämonenbesessenheit beendet. Kann ich gar nicht hochhüpfen, auch so. Okay. Hui. Ich sehe keine Gegner mehr, was ist da los? So, es ist so plötzlich so still hier drin. Dämonenrune taucht gleich auf. Dämonenrune aufgetaucht. Verbündeter Revenant gespawnt. Aber ich muss schon sagen, es hat schon einen gewissen Flow. Es ist schon, wenn man es so, ich komme jetzt so langsam mal ein bisschen rein in das Spiel und das ist eigentlich schon sehr, sehr nett. Es ist auch super simpel zu spielen irgendwie. Also es braucht noch weniger Einarbeitung als bei einem Call of Duty. Auf.
auf halbem Weg zum Sieg. Noch 5 Hits. Dämonenbesessenheit beendet. So. Also irgendwie sind doch hier weniger Gegner unterwegs. Das gibt's doch gar nicht. Noch ein Kill. Nein, der hat mich erwischt. Ich dreh durch. Dabei hatte ich doch dieses super... Ah. Oh, das war aber ein bisschen einseitiges Match. Okay. So. Kinga, ja, das ist die Close-Beta. Wenn du Wolfenstein vorbestellt hast, hast du dann einen Code bekommen dafür. Oder du kannst es irgendwie mit einer Einladung noch kriegen. So. Okay, ich meine, ich gehe mal zurück in die Lobby erstmal kurz. So, beziehungsweise... Okay, erstmal ganz raus, okay. Ja, ein Multiplayer ist okay, wie gesagt, und Flanders, du sagst es auch. Ich hoffe viel, ich setze viel auf den Singleplayer-Modus. Da hast du auch recht, absolut, ja. Ja, stimmt. Twitch-App hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Die gibt es in Deutschland jetzt. Ja, auch für Leute, die es jetzt noch nicht wissen. Genau. Und verzockt.de, ja, gute Besserung noch. Das Spiel werde ich wechseln, wahrscheinlich wieder um 10 Uhr abends oder so. Oder? Ja, sowas. Dann werde ich 10 Uhr und dann vielleicht um 12 Uhr werde ich mit dem Hund nochmal rausgehen. Mal schauen, ja. So, also. Jetzt wollte ich mal gucken. Zunächst mal Partie finden und... Nee, man kann sich nicht keine anderen Leute einladen. Man kann einfach nur an öffentlichen Matches teilnehmen, so wie ich das sehe. Hey, Fredcom, hallo, guten Abend. Oh. Ach, Moment mal, das habe ich ja auch komplett verpasst. Mit einer Waffenmod mit L2 kann ich alle im Flug befindlichen Raketen sofort zünden. Das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Okay, das habe ich noch gar nicht probiert. Und was kann ich mit dem beim Blitzgewehr? Da muss ich auch irgendwas können. Schafft beim Aufprall ein elektrisches Feld, das von mehreren Zielen Schaden zufügen kann. Ah, das ist ja cool. Und so wie es aussieht, ist in der Beta nur diese 2, 4, 6, 7 Waffen mit dabei. Die man jetzt auch nicht groß hochrüsten kann, zumindest soweit ich das sehe. Ja, und das sind halt die typischen Waffenklassen, so, also bloß, dass es halt alles ein bisschen spaciger aussieht. Nee, ich bleib jetzt mal beim Blitzgewehr. Ah, Sauggranate, die brauche ich. Okay, das brauche ich. So. Hey Max, hey, guten Abend. Nee, verzockt, ich bin online. Moment mal, ich guck mal nochmal schnell. Oh, Moment mal. Hä? Oh je. Verzockt, du hast doch recht. Ich habe vorhin eigentlich meinen Status auf online geändert. Komisch.
Jetzt müsste ich als online angezeigt werden. Okay, Moment, jetzt gehe ich mal kurz nochmal raus und nochmal rein. So, dann schauen wir nochmal rein. In. Warte mal schnell. Okay, muss ich nur kurz gucken, was Akira so macht. Passt schon. Okay. So, jetzt müsste ich erst online angezeigt werden. Aber nach wie vor, ich kann dich nicht einladen. Man kann hier niemanden einladen. Man kann nur Partie finden. Und dann kann man eigentlich hier nichts. Niemanden einladen. Das ist hier nirgends aktiviert. Und ich bin plötzlich schon in dem Match. Also eigentlich. Weiß nicht, wie das geht. Team Deathmatch. So. Bin wieder da. Okay. Ja, ich müsste jetzt online. Hä? Ach, Mist, ist mir schon im Spiel. Okay, machen wir nachher. Das probieren wir nachher nochmal. So. Über Dreieck. Okay, gut, über Dreieck gucke ich dann mal. Hä? Warte mal, ich habe jetzt eine andere Waffe. Wieso habe ich eine andere Waffe? Ach so. 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 Vergeltung Ja, okay. aktiviert. Das ist jetzt das. So wollte ich das haben. Okay. Dämonenrune taucht gleich auf. Dämonenrune aufgetaucht. Verbündeter Revenant gespawnt. Comeback. Heckmodul abgelaufen. Das gibt's doch nicht, dass er nicht stirbt. Das kann doch nicht wahr sein. Macht besessen aktiviert. Boah, meine Fresse, das ruckelt und hat ein Tearing, das ist echt, jetzt mal ernsthaft, das ist echt technisch echt furchtbar, das Spiel. Boah. Auf halbem Weg zum Sieg. Hui, hui, nein. Oh. Da wollte ich den Sprung abbrechen, dann ging es nicht mehr. Machtbesessen aktiviert. Verbündeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawnt. Gegnerischer Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawnt. Heckmodul abgelaufen. Okay. Gut, mit dem Revenant kann ich es nicht aufnehmen. Geld aktiviert. So. Dämonenbesessenheit beendet. Noch 10 Kills. Zu viele Gegner. Kopfgeld aktiviert.
Ich glaube aber, gegen eine Schrotflinte habe ich auf der kurzen Distanz sowieso keine Chance. Das gibt's doch nicht. Kopfgeld aktiviert. So. Brecher. Comeback. Heckmodul abgelaufen. Noch 5 Kills. Habe ich den noch mitgerissen in den Tod oder nicht? Ja, ich habe ihn noch mitgerissen, ja, immerhin. Der Mone taucht gleich auf. Noch ein Kill. Punktelimit erreicht. Na, das war's. Sehr schön. So. Hubifisch, hallo, guten Abend. Ersin, bist du wieder zurück? Was mitnehmen? Chicken Sub. Gut. Was, nur 5 Kills? Das gibt's doch, ich hab doch viel mehr. Na gut, ich habe viele Vorlagen gemacht vielleicht. Ach, keine Ahnung. Dennis, der Chef, du kommst nur in die Beta mit, wenn du Wolfenstein vorbestellt hast, dann gibt's den Code oder eben eine direkte Einladung kriegst. Vom Hersteller. So. Okay, jetzt gehe ich erstmal kurz hier raus. Ah. Was? Hä? Gruppe. Achso, Viereck einladen. Ah, okay, gut. Okay, jetzt verzockt. Jetzt schauen wir hier mal rein. Es gibt gerade kurz kein Bild, Leute. Ist aber gleich. Kommt gleich wieder. So. Okay. Okay, jetzt bin ich auch wieder da. Jetzt können wir eine Partie machen. Okay, alles klar. Und während hier ein Match hoffentlich gleich kommt, gibt es hier noch ein bisschen Karotten. Ich muss schon sagen, der Akira, der... Hey,
Der schmatzt ganz schön laut. Hey, du. So. Okay. Ja, sind sehr lustig. Beste, geh mal was. Man kann nicht den Twitch rein, weil es ab 18 ist. Es kann sein, dass das Spiel grundsätzlich ab 18 gesperrt ist. Das ist möglich. Da bin ich mir aber nicht sicher. Matchmaking geht. Ah, super, ich finde schon wieder keine Partie. Ist gesperrt, interessant. Aber eigentlich müsste bei Twitch doch einfach nur die Abfrage kommen: Vorsicht, der Kanal hat Inhalte ab 18 oder so ähnlich. Und dann müsste man trotzdem sagen: Ja, ja, passt schon und ich will trotzdem drauf. Ups, vielleicht soll ich mich mal bereit machen. Okay, ich muss noch mal rausgehen, noch mal reingehen. Gruppe beibehalten, Partie finden, Team Deathmatch. Jetzt schauen wir noch mal. Vorhin war das das Finden von einer Online-Runde. Ah, jetzt geht's. Ist vorhin auch gehangen, ohne Ende. Hä? Moment mal. Hä? Nee, stimmt schon. Okay, sorry. Okay. Komisch, dass es gesperrt ist. Was? Das sieht aus wie ein Spartan. Du meinst jetzt den. Den Krieger, den ich hier habe, oder wen? Ach so, ja doch, stimmt, ja klar, Spartan aus Halo, jetzt, der stimmt. Es ist absolut uninspiriertes Space Marine Design, absolut generisch, so das typische, ja, wie sieht der typische Weltraum Super Kriegssoldat aus? Ja, genau so schaut er aus und es ist einfach nur so ein Standard Billig Design. Naja, egal. Ja, ihr wollt The Division. Naja, das machen wir nachher. Vielleicht. Fass ein Programmer, das Spiel ist nicht ab 12. Nee, definitiv ist das nicht ab 12, genauso wie Call of Duty. Man meint vielleicht, wenn man online spielt, dass das ab 12 wäre, aber das ist es nicht. Ja, okay, Moment mal. Ach, Moment, machen wir nachher. Verzockt, das machen wir nachher in der Party. Abisan, Baumi ist genau verzockt.de. So, wenn jetzt mal hier endlich mal ein Match zusammenkommt, wäre das mal echt schön. Stimmt. Sieht ein bisschen aus wie Destiny. Bloß in Destiny fand ich die Charaktere noch schöner ein bisschen. Allerdings, ich sehe gerade, man kann hier alles. Ah, man kann hier alles einstellen. Das ist ja toll. Sieht aber alles exakt genauso aus.
Ich editiere das jetzt mal so lange irgendwie, bis ein Match losgeht. Primärfarbe. Wieso gibt's hier kein Rosa? Also am liebsten hätte ich ja die... Oh, es geht, das Match geht schon los. Naja. Am liebsten hätte ich ja die Pixel Connect Farben. Das wäre schön. Ey, Yusuf, sorry. Nee, ich schmatz nicht, das ist der Hund. Nee, kann sein, dass ich gerade geschmatzt habe. Okay. Das ist immer das, wenn ich... meistens ist es so, wenn ich was esse, sobald ich was im Mund habe und was esse, denke ich mir, ich muss unbedingt jetzt irgendwas erzählen. Und ja, naja. Team Deathmatch. Okay, ich probiere jetzt mal die Schrotflinte aus. Mal schauen, ob die Schrotflinte noch cooler ist. 4, 3, 2, 1. Erster Kill. Na also, Schrotflinte funktioniert. Sehr gut. Oh Mist, die hat eine ganz schöne Ladezeit. Uiuiuiuiui. Nachschubtimer aktiviert. Okay. Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? Doch, da komme ich hoch. So, jawoll. Also gut, die Schrotflinte ist tatsächlich Instant Kill, allerdings nur, wenn man wirklich davor steht. Och, so nicht. Nachschubtimer aktiviert. Dämonenrune taucht gleich auf. Dämonenrune aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Ich sehe den Gegner noch und reagiere nicht, echt. Nachschubtimer aktiviert. Spaßbremse. Eckmodul abgelaufen. Oh, okay. Ein Revenant, na, der macht, das macht da keinen Spaß. Ja. Fast ein Programmer. Nee, das ist nicht ganz so Call of Duty-mäßig. Ein bisschen schon. Also es ist mehr Call of Duty als Battlefield natürlich. Dämonenbesessenheit beendet. Hat der einen Dusel, der Typ. Das gibt's ja nicht. Komm mal näher. Oh. Okay, die Schrotflinte geht auf längere Distanz echt überhaupt nicht. Oh Mann, den hätte ich fast gehabt. Machtbesessen aktiviert. Oh. Machtbesessen so aktiviert. Ein Mist. Okay, Akira schaut mich gerade an und denkt sich,
Was tut denn der? Wieso labert der denn eigentlich die ganze Zeit rum, obwohl niemand da ist? Ist der doof? Oh, Mann. Der wird sich auch denken, hey, echt, der hat den kompletten Schlag. Mein Herrchen hat einen kompletten Schlag. Dämonenrune taucht gleich auf. Dämonenrune aufgetaucht. Verbündeter Revenant gespawnt. Och, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Machtbesessen aktiviert. Verbündeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawnt. Noch 10 Kills. Komm, das habe ich doch selbst gemacht. Lebenszeichen aktiviert. Ah, Lebenszeichen aktiviert. Ah, das ist quasi der Radarschirm. Ein Kill. Das kann nicht sein. Ich habe die doch gerade abgeknallt. Das war ja mal eine unfassbar fette Niederlage. Hey, ei, ei, ei. Na gut. Yusuf, ja. Da bin ich mal gespannt, wie das mit der PS4 jetzt weitergeht. Abisan, du gehst auf Schweizerdeutsch, okay? Ja, also wenn jetzt wirklich eine PlayStation 4.5 kommt, dann hoffe ich, dass Doom da wenigstens vernünftig richtig gut aussieht, weil bisher sieht das eher so brr aus. Also, ja, ich weiß auch nicht, das ist so okay höchstens. Geht denn das jetzt schon wieder? Ach so, ich kann hier Heckmodule freischalten und die kann ich dann nach meinem Bildschirmtod auswählen, was dann für ein Modul kommen soll. Okay. Komisches System irgendwie, aber okay. Ja, ich muss aufpassen, dass Akira hier nicht den Spieß umdreht. Das sind manche Hunde schon schlau. Nee, das geht schon nicht. Das machen wir nicht. Ja, ich kann auch natürlich auch, wenn ich kann natürlich auch Akira einfach hier hinstellen. Der streamt dann. Vielleicht, ich nehme an, der spielt auch besser als ich. Das würde mich jetzt nicht wundern. Ich guck mal, ich weiß nicht, ob ich nachher Division noch spiele. Mal gucken. Also, du bist so lustig, ich lach mich schlapp. Flanders, du hast recht, es sieht ein bisschen aus. Ja, es sieht nicht ganz so aus wie PS3, aber man sieht ganz genau, das weiß nicht, ob man das im Stream sieht, man sieht ganz genau, das hat dieselbe Engine wie Rage auf der PS3. Und wenn man das gespielt hat, weiß man, dass das ein ziemliches Texturproblem hatte. Also, dass Texturen zuerst unscharf ausschauen und dann plötzlich scharf werden. Dasselbe Problem ist hier. Es ist... deshalb wirkt alles irgendwie so schwammig, so leicht. Es läuft flüssig, das schon, aber auch nicht immer. Ja, also so schlecht wie ist es jetzt nicht, grundsätzlich. Und es ist schon technisch besser als auf einer PS3 oder so. Aber es ist technisch ist ein Call of Duty besser, ganz ehrlich. Das, ja, würde ich schon sagen. Hier sieht man es jetzt auch. Die Grafik war gerade ultra schlecht und ist nur langsam besser geworden. Und das ist einfach, das liegt wirklich an der Engine. Die ist einfach nicht gut. Hier kann ich nicht. Hä? Ist da eine Tür? Ach nee, das war ein Teleporter, der sie aktiviert hat. Jetzt gibt nämlich auch Teleporter hier auf der Map.
Six, was? Zixqua. Hallo, guten Abend. Ja, die Wii war wirklich eine Katastrophe in Sachen Grafik, ja. Das stimmt schon, aber gut, bei der Wii war die Grafik auch nicht so entscheidend, da war es ja eher, dass es lustige Nintendo-Spiele gibt. Nein! Oh. Yusuf, was, du brauchst noch 100 Euro für die neue PS4, 1 Terabyte. Wieso? Nimm doch einfach, halt doch deine alte PS4 und mach nur ein Upgrade von der Festplatte auf 1 Terabyte. Das geht doch auch. Weißt du, ich habe nämlich auch noch das alte Modell von der PS4 hier, also. Dämonenrune. Ich habe jetzt auch noch keine neue. Dämonenrune aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt. Och, Mann, oh Mann. Lebenszeichen aktiviert. Heckmodul abgelaufen. Oh, was war das? Oh Mann. So ein Mist. Fred Corney, ich habe immer noch keinen Namen. Ich habe immer noch meine Liste und ich habe mir diese Woche überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach so viel zu tun gehabt. Ups. aber ich bin mir ganz sicher, es sind viele gute Namen dabei. Was war denn das bitte gerade? Was ist denn hier passiert? Okay. Vergeltung aktiviert. Das gibt's doch nicht. Ich treffe den Typen nicht, echt. Vergeltung aktiviert. Haut nicht hin, das haut einfach so nicht hin. Wie gesagt, nee, also Logo, Logo ist ja schon fertig, aber der Name, der wird noch kommen. Den werde ich auch groß ankündigen dann in der Pixel-Show. Allerdings morgen noch nicht. Morgen wird es bloß einfach die normale Show geben. Doch nicht. Manchmal, also das gibt's nicht. Also diese, ich weiß nicht, was für eine Reichweite die Schrotflinte wirklich hat. Die ist eigentlich auf einerseits mal tödlich und andererseits mal tut sie gar nichts, habe ich das Gefühl. Machtbesessen aktiviert. Dämonenrune aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt. So. Ja, stimmt schon, auf dem modernen Fernseher hat das alles auf der Wii, Flanders, du hast schon recht, hat das alles auf der Wii unglaublich schlecht ausgesehen. Vor allen Dingen bei coolen Sachen wie Zelda war das echt furchtbar. Also Skyward Sword beispielsweise, das sah vom Stil her sehr gut aus, aber die Auflösung war einfach eine Katastrophe. Das gibt's nicht. Ich treffe mit der Schrotflinte nichts mehr. Vorhin, ich habe jeden Typen weggeputzt und jetzt treffe ich gar nichts mehr, nicht zu fassen. So, was? Wurstwasser Elmo. Hallo, guten Abend. Was ist das für ein cooler Name? Und Brofighter ist auch da. Hallo, guten Abend. Mir geht's gut, die hoffentlich auch. Machtbesessen aktiviert. Noch 5 Kills. Oh Gott, oh Gott, ich spiele unglaublich schlecht und bin trotzdem eigentlich so Mittelklasse in meinem Team. Das heißt, mein Team ist noch schlechter als ich. Der Gegner hat das Punktelimit erreicht.
Ja, gut, das war's Klare dann. Niederlage. Okay. So. Okay, Yusuf, ja. Ja, wenn du sie selber kaufst, ist ja, stimmt schon, ja. Okay, Pixels Hund. Wer hat denn jetzt von euch sich den Nickname, einen neuen Nickname gemacht mit Pixels Hund? Also, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Es gibt neue Follower. Chris Resi, danke für den Follow. Ach, ZLX Kura heißt das ja. Danke für den Follow. Und Pixels Hund. Ja, da bin ich mal gespannt, würde mich interessieren, welcher von euch Spaßvögeln das war. Verzockt, ja, du steigst relativ schnell bei den Stufen auf. Ich habe jetzt erst seit heute Abend mal angefangen, vor 2 Stunden, und ich bin Level 12, also es geht unglaublich schnell. Okay, aber das ist eine lustige Meinung, die du da hast. Wurstwasser Elmo, ja, es erinnert schon ein bisschen an die alten Teile. Also für mich erinnert es vor allen Dingen an Quake. Also vom Spielgefühl her. Es ist ja sehr quakig, sozusagen. Also es spielt sich relativ flott, spielt sich relativ gut. Grafisch ist es eher so bäh. Also hatten wir gerade die Unterhaltung die ganze Zeit darüber. Aber die Grafik ist so. Nee. Nee, nicht so, wie sie zuerst in der Demo war, wie die man zuerst gesehen hat. Leider. Ja, Flanders, du hast ein bisschen recht, stimmt schon. Wii war schlechte Grafik und gute Spiele und Wii U ist es umgekehrt. Ja, aber Wii U hat auch ein paar schöne Spiele, leider zu wenige, viel zu wenige. Ach, ihr wettet schon, wer das jetzt war. Oh Mann, Leute, Leute. Ich muss noch meinen Charakter anpassen. Ich brauche nämlich eine andere Farbe. Der muss eine andere Farbe kriegen. Jetzt gucken wir mal. Hä? Ach, da kann man tatsächlich verschiedene Intensitäten machen. Das ist ja lustig. So. Man kann auch die Abnutzung von der Rüstung einstellen. Okay. Ich will jetzt bloß so ungefähr die bisschen die Pixel Connect Farben haben. So. Und was ist das Muster? Ach, der kann auch noch verschiedene Muster haben. Okay, das ist ja lustig. Das bringt zwar überhaupt nichts. Nee, das sieht nicht gut aus. Das und Musterfarbe. Ach, das Muster kann auch noch eine Farbe haben. Eieiei. Okay. Details. Ich glaube, das Match geht sowieso gleich los. Schmutz. Der kann richtig dreckig werden. Okay. Oder wieder richtig sauber. Und Kratzer genauso. Okay, das ist echt lustig, dass es das gibt. Aber ich lasse den mal so. Okay. Waffen. Ach, Waffen kann man auch anpassen. Bereich 1, Muster. Ach, die kann man farblich anpassen. Okay, das ist nice. Das ist nett. Ah, ja, da kann man echt schöne Sachen machen, okay? Man kann also alle Waffen umfärben. Gut, wie Call of Duty ja auch. Allerdings muss man hier nichts freispielen. Man kann einfach mit jeder Waffe alles machen. So, okay, den Raketenwerfer, den will ich jetzt unbedingt. Da brauche ich ein anderes Muster. Das hier. Na, probieren wir das hier mal. So, okay. Okay. Wo ist was, Elmo? Ob es einen Koop-Modus gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Also es gibt mal klar, online kannst du natürlich mit deinen Kumpels spielen. Das mache ich jetzt auch gerade mit
dem verzockt.de. Aber ob's. Also Splitscreen weiß ich nicht, ob es das gibt, weil, also wenn es hier einen Splitscreen-Modus gibt, dann muss der unfassbar beschissen aussehen, weil jetzt hier der Einzelspieler-Modus, also der einzelne Online-Modus, der sieht schon, da ist schon die Grafik ganz schön. Boah. So, nein, so richtig gut sieht er jetzt nicht aus. Ein bisschen komisch sieht er aus. Naja, ist egal, das lassen wir jetzt trotzdem. Heckmodule. Achso, das sind die Heckmodule. Achso, die kann man ja nur aussuchen, welche man haben will. Okay, falls es mal mehr gibt. Ich muss sowieso dann noch mehr freischalten. Ihr seid schon wieder auf den Hund gekommen. Oh Mann. Ja, nee, es ist kein. Nee, es ist PvP und kein Koop. Ja, stimmt schon. Ich glaube nicht, dass es ein Splitscreen-Koop gibt. Also auch nicht. Auch Kampagnen-Koop glaube ich auch nicht. Ich glaube, Single-Kampagne ganz normal und eben PvP. Lichterwald. Ja, Xenoblade, ich hab's da und ich hab's noch nicht angefasst. Nicht zu fassen. Also ich wollte es sehr, sehr gerne spielen, Xenoblade auf Wii U. Aber ich bin bisher nicht dazu gekommen, das überhaupt nur auszupacken. Das ist echt schon bitter und echt bezeichnet. So, bevor es jetzt losgeht, es gibt einen neuen Follower, nämlich den Wurstwasser-Elmo. Das ist echt ein super Nickname. Vor allen Dingen ein super Symbol auch. Danke für den Follow. So, jetzt geht's los. Nein. Nee, ich gehe jetzt wieder auf das Blitzgewehr oder wie das heißt. Erster Kill. Wo sind die Gegner? Ich sehe keinen Gegner. Führung verloren. Yeah. Nachschubtimer aktiviert. Nicht zu fassen. Ja, Xenoblade, also würde ich kann ich wahrscheinlich empfehlen. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber wenn man sonst jetzt für viele, viele Stunden nichts sonst vorhat, es ist einfach ein, was ich jetzt auch von jedem mitbekommen habe, der spielt, es ist ein unglaublicher Zeitfresser. Wusterwasser, Elmo. Ah, sehr gut, dass mein YouTube-Kanal auch überabonniert. Das ist schön. Und falls jemand dabei ist, der das noch nicht gemacht hat, unten unter dem Videofenster seht ihr. Seht ihr meinen YouTube-Kanal, den könnt ihr gerne abonnieren. Und wenn ihr eben auf. Ja, auf nicht gerade profimäßige Let's Plays oder sowas, so wie hier, steht, dann seid ihr da richtig. Gegnerischer Revenant gespawnt. Spaßbremse. Ach. Das gibt's doch nicht, echt. Das gibt's doch nicht. Flanders, du hast die Wii U im Bundle gekauft. Okay, mit welchem Spiel? Nachschubtimer aktiviert. Das Problem ist, für die Wii U gibt's eigentlich nur echt nur eine Handvoll Spiele, wo es sich wirklich die Kiste lohnt dafür irgendwie. Leider. Was war denn das bitte? Eine verdammte Mistkanone, wo der Typ mich erledigt hat. Oh Mann, oh Mann. Ach, Yusuf, du hast. Ach so, du hast eine PS3, keine PS4. Ich dachte, du hättest schon längst eine PS4. Was hat denn der bitte für eine Kanone, der Typ? Panzerung aktiviert. Ich
Ich krieg hier eins nach dem anderen rein, hä? Fast ein Pro-Gamer. Ja, ich bin. Natürlich bin ich YouTuber. Guck mal auf YouTube, auf Pixel Connect. Kannst du direkt auch suchen. Eigentlich. Hey, echt, also die Runde, da kriege ich echt nichts gebacken. Ich kriege echt nichts gebacken. Jemand hat, ich weiß nicht mal, wer vorhin gefragt hat, es spielt sich wirklich sehr, sehr klassisch. Es ist so überhaupt nicht so. Oh, ich lebe noch. Ups, ich lebe noch. Es ist so ein super klassischer Shooter. So, einfach so, als ob er, keine Ahnung, die letzten, das ist ein Shooter, als ob er die letzten 20 Jahre verschlafen hätte. So ein bisschen spielt sich's, aber so, eigentlich auch so simpel und cool eigentlich. Verbündeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawnt. Zur Niederlage. Toll. Tolle Ansage. Auf halbem Weg zur Niederlage. Das motiviert. Wenig Gesundheit. Das motiviert auch. Noch 10 Kills. Schon wieder so schlecht. Modul abgelaufen. Meine Fresse, die Grafik, die bröckelt auseinander und ruckelt. Boah. Da muss echt was getan werden, ey. Mist. So, Leute. Es ist auch sehr lustig. Ich habe gerade eine Privatnachricht bekommen von Pixels Hund, also von meinem Hund. Der schreibt mir gerade eine Nachricht, natürlich. Oh Mann. Ob ich ein Leckerli bekomme, fragt mich jetzt gerade mein Hund über den Twitch-Chat, über die Twitch-Privatnachricht. Noch ein Kill. Ach ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Gegner hat das Punktelimit. Ja, verdammt, das war's. Klare Niederlage. Ja, klare Niederlage. Das war mal nicht so geil. So. Hä? Jetzt gibt's gar keine Aufstellung mehr, was von den Scores. Doch, ja, ich war noch mittendrin. Ach, trotzdem schlecht. Schlecht, schlecht. Okay. Ja, Pixels Hund, das habe ich schon gesehen. Die Flüsterbox. Okay. Taktisch ist das überhaupt nicht, Elmo. Überhaupt nicht. Nee, das ist einfach hau drauf. Und schneller Spaß. Also es ist wirklich einfach nur schnelle Action. Und unkompliziert, relativ unkompliziert. Also ich glaube nicht, dass man das so taktisch spielen kann wie ein Call of Duty oder noch mehr wie ein Battlefield. Also noch viel weniger als wie ein Battlefield. So. Ja, Flanders, du hast recht. Nintendo-Eigenentwicklungen, das ist eigentlich der Kaufgrund für die Wii U. Thomas Pixels Hund kündigt mir den Hundehaufen an. Das ist ja toll. Ersehen, was? Du bist zu sehen in deinem YouTube. Auf YouTube. Also dein... Tatsächlich. Hast du dich jetzt mal durchgerungen dafür? Oh Mann, oh Mann. Elmo, ja, die alten PC-Doom-Teile waren echt cool. Das stimmt schon. Es spielt sich sogar ein bisschen ähnlich jetzt. Ich bin mal gespannt, wie es aber in der Kampagne wird, ob das auch so ist wie das alte. Wobei ich möchte wetten, dass im fertigen Doom-Spiel, in dem hier, tatsächlich das erste Doom irgendwie mit dabei ist. Einfach nur als Bonus.
glaube ich. Behaupte ich mal. Was, Flendes, du hattest Doom auf dem Atari Jaguar. Das ist ja total geil, weil kein Mensch hatte den Jaguar. Und man dachte damals, das ist das Mega-Teil, das ist die Mega-Konsole. Und das hat sich auch, die hat sich ungefähr total schlecht verkauft. Ich hoffe, du hast den Jaguar noch, weil das Ding hat inzwischen schon einen Sammlerwert. Ah, genau. Okay, Elmo, du hast es auf der PS1. Ja, das ist auch klassisch. Natürlich Doom auf der PS1. Ja, sehr gut. Oh, stimmt, Elmo, du fragst richtig. Mit CD-Aufsatz. Das beim Jaguar, das ist interessant, ja. Team Deathmatch. Okay, fällt das an, nur mit Module und dem hässlichen Controller. Okay, mit den. Ja, der Controller, der war richtig brutal hässlich. Der war auch komplett unergonomisch. 5, 4, 3, 2, Ah, Lichter Wald, Doom 3 hattest du noch gespielt? Ja, hatte ich auch gespielt noch, ja. Beziehungsweise, nee, Doom 3, die Remastered-Version noch ein bisschen, aber für PS4, ja. Allerdings, die sah halt auch nie so geil aus, wie man es damals kennengelernt hatte. Geht das schon wieder los, dass ich keinen Gegner sehe? Also ja, deine Nachricht schaue ich nachher an. Fass ein Programmer, wann NX rauskommt. Es wird definitiv dieses Jahr noch vorgestellt, vielleicht, es gibt zumindest gerüchteweise, hieß es von irgendjemandem, es kommt dieses Weihnachten raus. Und das ist ja eine lustige Kombination aus Handheld und Konsole. Und das Handheld soll aber erst nächstes Jahr kommen. Aber ob das jetzt stimmt, das ist eher, es ist nur Gerücht. Aber ich schätze mal, zur E3 weiß man einfach mehr. Hoffe ich mal. Zur E3, die ist im Juni. Dämonenrune taucht gleich auf. Eckmodul abgelaufen. Dämonenrune aufgetaucht. Verbündeter Revenant gespawnt. Ach, das gibt's doch nicht. Was denn Programm? Du hast auch einen Jaguar. Sag mal, das ist echt geil, dass ihr die alten Exotenkonsolen habt. Das ist echt geil. Da bin ich ein bisschen neidisch fast, obwohl Jaguar eigentlich von den Spielen her totale Mistkonsole war. Auf Jaguar sind auch die schlechtesten Zelda-Spiele rausgekommen. Nee, Quatsch, das war gar nicht Jaguar, das war ja auf dem CDI. Jaguar war damals nur cool, weil man Aliens vs. Predator spielen konnte. Und das war damals erst der Superhammer. Aber jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ja, was war das? Eine Explosion oder was? Oh Mann, hat mich mitgerissen in den Tod. Oh Mann, oh Mann. Flanders, ach, Atari hattest du auch. Ich habe jetzt wieder, ich habe mir vor ein, zwei aktiviert. Jahren nochmal ein Atari, eine alte Atari-Konsole nochmal geholt, einfach so, und habe festgestellt, wie unglaublich schlecht die Spiele dabei waren. Das war echt nicht auszuhalten, wie schlecht die waren. Modul abgelaufen.
Okay. Naja. Dämonenrune taucht gleich auf. Die IT-Module, ja, die vergraben in der Wüste sind. Was ja ewige, ewige Urban Legend war. Also, das war ja eigentlich nie bestätigt, jahrelang oder jahrzehntelang. Keiner hat es geglaubt so richtig. Und es war tatsächlich, dass Atari tatsächlich ihre Module in der Wüste vergraben hatte. Es war schon völlig bizarr. Auch eine super Story dahinter. FIFA 2, weiß ich nicht, ob das einen Sammlerwert hat. Boah, keine Ahnung. Meistens kommt es bei diesen Sammler-Spielen oder bei diesen älteren Retro-Spielen immer an, wie gut die erhalten sind. Hä? Moin, was war gerade ein Gegner? Auf halbem Weg zur Niederlage. Schon wieder mal in den Niederlagen. Oh Mann, echt. Dabei habe ich ihn fast erwischt. Lebenszeichen aktiviert. Aber der Typ hatte eine Rüstung an. Dämonenbesessenheit beendet. Heckmodul abgelaufen. Boah, Alter, das wollte ich machen. 10 Kills. Elmo, ja, die Powerplay kenne ich natürlich noch. Ich habe noch ein paar Ausgaben im Keller davon. 5 Kills. Und die, ja, die sind natürlich, die Powerplay ist natürlich Kult, die Zeitschrift. Das war einfach die, eigentlich das kompetenteste Magazin, auch im Nachhinein. Und ich zwischendurch eben hole ich mir gerne mal Ausgaben aus dem Keller tatsächlich und blätter da mal durch, einfach nur zu sehen, was es damals so angesagt war. Das ist echt lustig. Und das Lustige daran ist auch noch, dass ich ein paar der Redakteure inzwischen auch schon auf der Gamescom getroffen habe. Also ein paar der kultigen Redakteure, die man noch so kennt. Der Gegner hat das Punktelimit erreicht. Oh, das war's schon wieder. Klare Niederlage. Klare Niederlage, das läuft ja heute wieder super geil. Ach ja. Ja, Irrsinn, ja, die M-Games, die gibt's ja noch. Oh, Elmo, du fragst nach dem Neo Geo. Oh, das, also wenn das jetzt jemand hat, dann wird's mich echt umhauen. Weil das ist dann wirklich, wirklich selten. Ja, und es ist schön, dass eigentlich so viel ältere Semester hier mit dabei sind. Also ich meine, ich zähle mich ja auch schon dazu quasi. Und das ist echt nice. So. Elmo, ah, das 3DO war das mit dem schlechten Zelda. Aber war es nicht auch das Philips CDI? Gab es das nicht auch auf Philips CDI, diese schlechten Zelda-Teile? Aber 3DO war auch so ein Reinfall, ja. Bisschen wie Jaguar. Ja, stimmt, ich bin eifersüchtig, genau. So, okay, zurück zur Lobby. Yusuf, wie viel Gigabyte die PS3 mit der matten Farbe hat? Ich glaube, da gab es noch mehrere Modelle. Da gab es schon eine größere Festplatte, eine, ich weiß nicht, 160er oder eine 250er, glaube ich. Wenn du die PS4 allerdings meinst mit der schwarzen, mit der matten Farbe, da gibt es 500 Gigabyte und 1 Terabyte Versionen. Aber es ist die Frage, ob du wirklich PS3 oder PS4 meinst. Erste Disc von Turrican hat Sammlerwert. Ja, wenn ich die noch hätte, die hatte ich, glaube ich mal. Von Turrican 3 hatte ich die, glaube ich. Genau, Turrican 3 habe ich mir mal gekauft. Auf Amiga. Amiga war auch so eine schöne Kiste zum Spielen. Yusuf, der Tag, wo Akira hierher ins Haus kam, war chaotisch, sage ich mal. Nee, es war für uns alle eine Umstellung. Er war ziemlich bisschen ängstlich und er wusste nicht so recht, was das jetzt hier ist. Aber er musste sich erstmal praktisch an sein neues Zuhause gewöhnen und wir waren alle ein bisschen nicht gestresst, aber es war viel zu tun, viel beschäftigt an dem Tag. Da konnten wir es noch gar nicht so richtig genießen, dass er da ist.
Verzock.de, du stirbst auch die ganze Zeit. Dann ist es wie bei mir. Ich sterbe auch die ganze Zeit. Oh, Ersin, du sagst noch was. Ratchet und Team Clank. Ja, Deathmatch. da kommt da jetzt ein neues. Ja, verzockt, das irgendwie das Gefühl habe ich auch bald, dass die Leute nicht so richtig sterben, aber naja, also naja. 5, 4, 3, 2, 1. Elmo, ja, du hast recht. Die Generation Commodore ist gerade im Chat. Das ist echt, find ich übrigens sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr lustig, weil ich habe mich erst auch mit einem Kumpel unterhalten, Erster Kill. wo wir meinten, hey, eigentlich wäre es mal geil, einen Stream zu machen mit C64 beispielsweise. Das wäre total geil. Einfach mal die alten Spiele rauszupacken und einfach nur mal zu zeigen, auch für Kopfgeld die aktiviert. jüngeren Spieler, dass man mal sieht, was man früher hatte. Früher, da hatten wir ja nichts, um mal diesen blöden Spruch aufzuwärmen. Und nee, Kopfgeld früher waren die Spiele aktiviert. einfach so simpel und da hat man sich schon darüber gefreut. Und jetzt, ja, es ist halt so unglaublich rasant vorangegangen, was natürlich geil ist. Aber irgendwie hab ich auch richtig Bock drauf. Wo ist denn der hin? Ah, hier im Eck ist der. Ich dachte gerade, wo ist denn der Typ hingejumpt? Dämonenrune taucht gleich auf. Heckmodul abgelaufen. Dämonenrune aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt. Oh Mann, ey. Wenn die Typen gepanzert sind, da kommst du nicht durch. Lebenszeichen Da kommst du aktiviert. nicht durch. Ja, lustig, Leute, dass hier so viel Retro-Spieler mit dabei sind. Sehr geil. Oh, ach du Scheiße, hier gehe ich wieder. ich komme gleich dazu, ich komme gleich dazu. Wenn es was, C64, ja, war auch mein erster Computer. Lebenszeichen aktiviert. Mein erster Kontakt mit der Gegnerischer digitalen Dämon Welt. getötet. Verbündeter Beziehungsweise, nee, vorher Revenant hatte ich ja schon gespawnt. Kontakt damit, aber das ist erster eigener Besitztum in Sachen digitales Spielen. Jetzt haut der Typ einfach ab, das gibt's doch nicht. Und ich bin so blöd und kann nicht hinterher hüpfen. Dämonenbesessenheit beendet. Oh, Alter. Oh Mann, ich habe ihn fast geplättet. Lebenszeichen aktiviert. Oh Mann, da will ich es immer cool machen und will dann die Waffe wechseln im Lebenszeichen Gefecht, aktiviert. um dem Typ den Rest zu geben, aber dann dauert das zu lange. Heckmodul abgelaufen. Ah, verzockt.de, was mir gerade auffällt. Ja, weil ich mir gerade die Lebensanzeige anzeigen lasse, also die Lebensleiste anzeigen lasse. Dass manche Gegner haben hier vor allen Dingen eine Panzerung. Das heißt, du musst eigentlich doppelt so viel in die Reihen feuern, als vielleicht umgekehrt. Und deswegen sterben die natürlich viel schwieriger als man selbst. Also diese Panzerungen, die liegen hier irgendwo rum und tauchen immer wieder mal auf. Dämonenrune taucht gleich auf. Dämonenrune aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt.
Okay, ich darf einfach nicht mehr die Waffe wechseln im Gefecht. Das geht echt nicht, hey. Was, Elmo, du hast Bruce Lee Let's Played? Ach du, da muss ich unbedingt wissen, was du für einen Kanal hast. Was für einen YouTube-Kanal. Das kannst du mal hier reinschreiben. Also ein Let's Play von Bruce Lee auf C64 ist natürlich der Hammer. Auf halbem Weg zur Niederlage. Ja, und auf dem halben Weg in den Abgrund. Nachschubtimer Alter. aktiviert. So. Aktiviert. Aktimellisiert. Da hinten ist schon wieder so ein verdammter Sniper mit seinem verdammten blöden. Dämonenbesessenheit beendet. Oh, der trifft mich auch noch. Echt, ich hasse Sniper, egal in welchem Spiel. Außer, doch, nee, außer in Sniper Elite. Yusuf, das bei der PS3 siehst du, wie viel Gigabyte frei sind Nachschubtimer aktiviert. irgendwo bei den Einstellungen, Systemeinstellungen. Da muss irgendwo ne, boah, da weiß ich jetzt, müsste ich jetzt echt selber nachgucken. Aber es gibt, kannst du in den Systemeinstellungen gucken, auf jeden Fall. Ah, wo liegt der Wald? Du hast auch noch einen Brotkasten. Ach, sehr schön, ja. Flanders, ah, du hattest den moderneren C64, aber da kann ich dir sagen, das war der Nachschubtimer schlechtere aktiviert. SID-Soundchip. Ernsthaft. Der war wirklich schlechter. Weil im moderneren C64, im C64 2, da war der Noch 10 Kills. 8520, glaube ich, drin. Und im alten C64 war der 6581. Und das war der richtig geile Soundchip. Dämonenrune taucht gleich auf. Wo ich mir heute noch Dämonenrune aufgetaucht. die Sounds Verbündeter davon Revenant anhöre. gespawnt. Noch 5 Kills. Cave in Olympics, ja, das kenne ich auch noch. Ja. Stimmt, C64-Stream, ja, müssen wir machen. Oh, eine Runde Multiplayer Barbarian, das wäre geil, stimmt. Eine klassische Runde. Wir köpfen uns gegenseitig. Verbündeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawnt. Noch ein Kill. Alter. Dämonenbesessenheit beendet. Ihr Gegner hat das Punktelimit Niederlage. erreicht.